Hallo, hallo. Schönen guten Morgen noch. Ja. Ja, ich mache weiter. Ich habe ja das jetzt im ersten Teil gezeigt, wie ich die Karte, diese Buchkarte gestaltet habe. Und jetzt geht es weiter ans Dekorieren und Zusammenbauen. Ne? Ja, und zwar, das ist jetzt, ich habe ja diesen Block rausgeholt und möchte dieses Papier da, Designpapier da jetzt hier aufkleben, nutzen. Ne? Dafür brauche ich jetzt zwei Bogen davon und ein, ja, ich muss noch ein ähnliches finden, sondern fürs Hintergrund. Gestalten, ne? Ich mal schauen, was ich so mag. Wäre auch, ne? Bin da erstmal. Oder das letzte. Hier das. Das würde gehen, glaube. Oder nee, ne? Nee. Naja, das hatte ich schon genutzt. Wir auch, ne? Optimal. Davon habe ich nur ein Block drüber noch. Ich würde sagen, das könnte auch gehen. Möglich, ne? Ich glaube, dieses werden, ne? Muss man auch vergleichen, ne? Mal schauen, was ich da, für was ich mich entscheide. Dann, wenn es mal drauf ist. So, so. Oder so. Hier auch, ne? Nicht schlecht so. Ja, ich glaube, das ist es. Oder? So. Nee, so. So wird es. Weil das wird dann schon so stark. Okay. Ja. Okay, dann kommt das. Ja. Und zwar muss ich jetzt noch weg. Muss ich jetzt mal mit den Rahmen. Und so, das wird einfach so, lege ich es an. Und mach mir einfach so ungefähr, nicht ungefähr, klar, diese Punkte, wo ich dann abschneiden werde, weil die auch noch. Es soll ja ein, wie ein ganzer Rahmen dann auch sich wieder zusammenfügen, ne? So stückeln aneinander. Ja, genau die Seite. Und dann die Länge, die Länge noch, ne? So. Muss ich dann unten auch noch gucken, wie das wird. Ne, mache ich es jetzt schon. So, ne? Das und das.
Und dann auch da wieder. Und das wird schwieriger, weil ich ja unten noch abschneiden werde. Ich mache mal. So. Stimmen, ne? Welche Seite ich mag lassen oder welche kann weg. Und deswegen lasse ich das erstmal. Da kann was. Das bleibt, das nicht. So, das erstmal. Und dann werden jetzt glaube ich, jetzt habe ich es so drauf, ne? Wie es passt. Und dann muss ich unten auch noch machen, dass ich das, jetzt kann ich es schon, da und da. Da und da. Genau, so, ja. Habe ich schon gut da. Natürlich bin ich tiefer als ich muss, ne? Also muss auch achten, dass es übereinstimmt, ne? Ja, schaue ich gleich. So, dann wird dieses. Dann kommt dieses. So, das sind die langen Stege und dann die mittleren werden auch noch ne, so. Und dann müssen noch die mittleren ich hab's richtig markiert. Markiert. So. Ja, das kann man alles auch ausmessen, aber ich markiere mit Bleistift und geht dann. So. Und so habe ich den Rahmen. Wo bin ich jetzt da? Und das so. Ne? So. Ja. Das ist so rum, ne? Ja, und das ist dann, was ich vorne dann auch lege, ne? Nehme ich dafür. Und wird auch so aufgelegt, ne? Wie so ein zwei Schicht. Darunter kommt noch Glitzerpapier, ne? So eine Schicht Technik. Man könnte das auch dann auf 3D-Pad setzen. Ne? Das ist jetzt entstanden und das da finde ich echt hübsch, ne? So, für die Mitte muss ich auch noch das zweite muss ich auch noch rausholen
Und zwar, das kann ich dann hier schauen, welche Fläche mir am besten gefällt. Die obere Seite. Ne? Dann lege ich es. Ich brauche nicht alles. Ich muss ja den Rahmen dann nur knapp unterlappen, ne, dass er gut klebt. Deswegen mache ich mir da so Markierung wieder. Das dann. Und auch so noch. So ein bisschen drüber. Drunter steht. Ja, und das wird dann auch noch so ein Stück zugeschnitten. Ja. Du und du noch. So. Man kann auch das Ganze drunter kleben, aber finde ich, muss nicht. Dann hat man so viele Schichten da unten. Ne? So. Das ist jetzt fürs. Na komm her. So, fürs drunterlegen, ne? Das und das. Und dann kommt das hier drauf. So, ne? Ist der Plan. Gut. Okay, das lege ich mal zur Seite. Das wird festgeklebt, aber vorher brauche ich dann eine Schleife. So, ich würde sagen, diese champagnerfarbene würde passen, ne? Die Schleife. Ja, so mache ich dann. Dass man eine Schleife binden kann. Soweit. Genau. Zwei Stück. Und dann wird es drunter festgeklebt erstmal. Ne, so rum. Ja, dass es nach außen ist. Mit alles Kleber. Ja, ich habe so ausgelegt, dass ich da mittig auch treffe. Das Band ankleben. So. Ja, und genauso die zweite auch, ne? Sind sie dann schon dran. So, dann werde ich mal ein bisschen distressen. Ich nehme dann dieses Sepia. Das Stückchen brauche ich nicht, aber die Teile, ne? Die kann ich schon mir dann fertig stellen, dass die bereit sind. Ich glaube nur die kurze, die kleinere, die muss ich noch ein bisschen da was wegschneiden, habe ich noch vergessen. Ja, und so, habe die Teile auch noch so kleine Streifchen abgeschnitten, weil die müssen ja da so einen Abstand zwischen haben. Ne? So, dann werde ich dieses den Einleger erstmal reinkleben. Muss auch das, die Schleife muss ja auch noch ein bisschen was drauf. So, okay. Obwohl, die kommt gar nicht jetzt noch nicht. Ran, aber wer weiß. So, ja, das kommt mittig rein. So, und dann schaue ich mal, ob das alles so weit passt. Ja, alles gut. Genau. So, es kann fest. Ja, hier so ein bisschen war schon dabei. Okay, dann so ein bisschen. Ja.
und da kommt der Rahmen. Den werde ich dann mit starkem Klebeband festkleben. Ja, tragende Teil. Ja, und da achte ich, dass ich diese Querbalken, ne, so habe. Das ist die Rückseite, ne? Und ja, so ein kleiner Tipp von mir. Ich habe ja, da ist es ja zu schmal dann für das gleiche Band. Vielleicht knapp würde es noch passen. Aber ich habe ja diese so auf Wachspapier aufgeklebt, ne? Und auf dem Papier ist ja einfacher zu schneiden, ne? Kann man leichter dieses Klebeband, weil man drunter eine Schicht hat, eine Schutzschicht, ne? Kann ich es schmaler schneiden, mal. Weil auf dem auf der Rolle da ist es echt schwierig, ne? Und dann nehme ich das so und ja, kann ich dann schauen, wie viel ich brauche. Ne? Und da habe ich zwei Streifen, schmale, ne? Habe ich sie dann eben so. Von dem da. Auch ein Weg, ne? Weil man versucht ja immer mal was sich leichter machen. Die. Und ja, auch die Tipps auch weitergeben, ne? So, das dann. Und da muss ich noch zwischen haben. Und dann nehme ich, hier habe ich noch einen. Den kann ich mit rausnehmen. Ja, das sind ja diese Wachspapiere, ne, von den Stickers. Habe ich mir auch so Maskentape drauf gemacht, wenn man vielleicht schmaler braucht oder so. Und auch mit dem dann, ne, einfach. Muss ich dann nicht mit der klebrigen Schicht mich da quälen. Die ist geschützt und dann, soweit ich es brauche, schneide ich es ab und dann wird abgezogen. Nur soweit man es sieht. Ne? So, dann werde ich es mal festkleben. Habe so ein bisschen abgezogen und dann muss ich mal schauen, dass ich es schön bündig ablege. Ne? So. So, so. Ja, muss ich sagen. Passt gut. Jawohl. Die Schleife. Ja, wer mag, man kann ja auch das auch noch ein bisschen distressen auf Vintage so Style trimmen, ne? Ist auch möglich, ne? So, dann habe ich das dran und dann kommen die Teile. So, ich muss mal schauen, dass ich es nicht vertausche. Ja, alles gut. Und dann, ja, das untere und das obere. So.
kann das weg, das kommt hier vorne drauf. Und ja, gar nicht schlecht, ne? So kommt das jetzt drauf. So, dann geht's los. Und ich klebe einfach mit einem normalen Kleber. Ist ja Papier einfach auf Papier. Ja, muss ich mal durch das Teil lasse ich hier, dass ich noch richtig, ne? Guck, da kann man es ja, dass man es nicht vertauscht. So. Ja. Genau. Das da. Dann das große noch. Kommst du auch noch? So. Ja, und deswegen habe ich dazwischen, ne, so ein bisschen noch weggeschnitten, dass das so einen Abstand hat. Ist ja schöner dann. Und das letzte. So, das auch richtig drauf. Und dann habe ich es. Ja, sieht ja schon echt hübsch aus, ne? So, okay. Dann nehme ich einfach, warte mal, hier diesen Block, der stammt ja davon. Also zwei, das ist mal gut verklebt, ne? Gut, dann kommt hier dran, werde ich noch ein Blatt aus dem holen, ne? Richtig drauf, das ich hatte, dieses, ne? Das da. Und jetzt dahin. Ah ja, und auf die Rückseite, dann muss ich noch zwei rausholen. Ja, kommt schon einiges weg, ne? So, dann mache ich auch, schau ich, was ich haben möchte, dann ja, markiere ich einfach welche Seite schneide ich weg. Okay, so. Und dann da noch, und das kommt, wird abgeschnitten. Ich kann sie beide, glaube ich, auf einmal dann schneiden. Habe ich sie? Meine Kamera rutscht heute die ganze Zeit hin und her, ne? Eh kein Platz hier, wenig Platz. Und dann auch die Kamera noch. Genau, dann schneide ich sie auf einmal beide. Sind ja die gleiche. Und dann habe ich auch das. Das muss ja auch noch gestresst werden. Wo bin ich jetzt da? So habe ich es jetzt. Ja, es war zu dick, ne? So, ja, das da. Ja, dann mache ich auch die noch soweit fertig. Thank you.
Das ist gut. So, dann wird das erste eingeklebt. Die Schleife was machen. Alles kleben, ne? Dass er das auch ein bisschen das fixiert. So, das. Dann kommt das so rum drauf. Ja, finde ich gar nicht schlecht. Ne? Passt sich so an. Ja, ne, die Papiere, die sind so stimmig richtig, finde ich. Habe ich echt Glück, dass ich die überhaupt beide Blöcke mir genommen habe. Das da auch. Ich mal drauf, so ein bisschen. Ja, das. Dann die Rückseite kommt dann auch noch drauf. Ja, die vordere Seite. Voll cool, ne? So, dann wird auch das Blatt. Zugeschnitten. Von der Seite, glaube ich, wegschneiden. Ja, da. Mache ich mal so eine Markierungen. So, das. Mensch, ich bin wieder aus dem Bild. Sorry wegen dem Kabel. Ich bin ja an der. Ich muss aufladen. Mein Handy wäre dann schon aus. Ne? Und deswegen da bin ich da voll am Wackeln hin und her. Tut mir leid. So, dann ja, mache ich dann hier noch ein paar. So. Und du noch. Na was? So, genau, die Stressen. Auf dem Tisch einiges, ne? Man braucht ja alles. Und so nah, wie es geht nur, ne? Dass man direkt immer holen kann oder ablegen kann und so weiter. Das ist eben, ja, das Kleine muss hier auch noch, ist dann so die zweite Schicht aufgelegt. Ich muss noch schauen, welchen Glitzerpapier ich nehme zum Unterlegen. Ne? Ich glaube, dieses Ozeanblau wird sich gut machen. Ne? Jo. Habe ich dann das jetzt ausgesucht. Genau, so. Okay. Das wird jetzt mit Stab
starken Klebeband geklebt. So, dann werde ich es mal alles mit dem starken aufkleben. Lieber, denke ich. So, habe ich es. Und dann kommt das noch. Dann mache ich das erstmal drauf. So. Ja, mit Schaumpads habe ich nicht gemacht, weil das da unten ist nicht Karton, sondern ist so ein Papier, ne, dieses Glitzer ist nicht so stark, deswegen dachte ich, nee, ist dann okay. Und dann kommst du noch drauf. So, so jetzt muss es schön sich da so legen, wie es sein muss. Ne? Muss ich schauen, dass das perfekt sich da einfügt. Ja, so glaube ich, ist doch richtig, ne? So. Ja, gut. Und dann auch das noch. Ja. Der Seite noch ein bisschen. Ja, jawohl. Da ist es fertig. Das Buch, die Kartenbuch, Buchkarte, Kartenbox oder ja, wie man es noch nennen kann, eben so eine Geschenkbox als Buchkarte, ne? Und ja, so sieht's aus. Kann man dann ergänzen, weiter ausarbeiten. Und hier auch ist es ja, da sieht man, ne, diese Vertiefung, ne, so eine, so ein Geschenk, sogar eine Tafel Schokolade, ne? Könnte man. Ja, ihr Lieben, da kann man ja damit echt auch bordüren, auch schleifen und alles Mögliche da noch ergänzen. Ja. So, dann so sieht sie aus. Die Buchkarte. Dann noch ein Schleifchen verbinden. Passt ja auch. Schön, ne? Jawohl. Ja, das war's dann. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüssi.